Ra und Novzovagub sind unsere Gegner. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Starkish 2-2 gegen 2. Kann auch Novs What's up sein. Wenn er im Jahr 2001 lebt oder so. Und wann ist dieses Meme? Ich weiß nicht. Was? Zaok lebt insgeheim im Jahr 1875, deshalb kennt er sowas überhaupt nicht. Oh, haha, der Gurt, haha. So. Wieso haha? Ist doch alles gut. Ich erinnere dich dran in 5 Minuten nochmal. Ja. Machen wir heute ein bisschen was anders. Das kann nichts werden. Ich habe kein Problem damit, dass ich jetzt Terran bin. Solange ich nicht immer Terran bekomme, ist das ja auch in Ordnung. Das ist natürlich ja random. Wenn ich in einem Drittel aller Fälle random Terran bekomme, ist ja alles gut. Da ist ein WBF. Ich kann sowieso nicht zu wollen mit deinem Creep da, glaube ich, oder? Kann ich da keinen Reaktor dran bauen? Hm, vielleicht schon, ich guck mal. Aber guck, dass du in deiner Main nicht zu viel Creeps da. Zumindest bevor ich die Wall dicht habe. Danach kannst du das machen. Beziehungsweise bis mein Reaktor da steht. Das ist ein Terraner, der greift nicht andere WBFs an. Das ist so typisch für Terraner, weil die wissen, wie nervig das selber ist. Ich würde das sofort machen. So, Zaroks Pool ist gleich durch. In der Tat. Mein Gas war ein bisschen spät. Komm, ich sperre den mal ein. Ich brauche zwar noch überhaupt kein Depot. Weil ich habe ja jetzt die Echse. Ach, macht ja nichts. Ist er eingesperrt. So, was machen wir als nächstes? Ich nehme mal ein zweites Gas. Ja, renn rein. Ich mach mal so lange zu, bis du den Worker gekillt hast. Okay. So, was haben wir denn da? Du hast schon mal ein Stargate gescoutet. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber du hast ein Stargate gescoutet. Ja, doch, das steht da an der Kante. So. Ich baue auf jeden Fall mal ein Engineering Bay. Hallo, brauchst du die zweite Echse da? Nee, kannst du erstmal nehmen. Na gut, das wollte ich hören. Also du als Tech musst ja schon die zweite Echse vor mir nehmen. Wo kommen wir denn da sonst hin? Juhu! Oh, mein Reaper ist dann totgelaufen. Zieh mal deinen Overlord da weg. Zieh mal deinen Overlord da weg. Damit der Void Train ein bisschen länger braucht. Also werden wieder Void Rays, ne? Ja, natürlich, weil anderes können die ja nicht. So, das sind völlig andere Gegner, Zauber. Hier, aber scheinbar gleiche Macher. So. Es ist 2 gegen 2, da muss man sowieso nichts Ernsthaftes spielen. So. Out of Supply, Out of Energy, Out of Wurstbrot, was hab ich noch? Oh, da kommt ein Push. Ob 8, wir brauchen Einheiten. Ich hab noch nicht so viel. Ich brauche erstmal mehr Overlords. Das ist jetzt vielleicht gleich ein bisschen schwierig für uns zu halten. Weil ich habe noch nicht so viel. Ich mach mal zu. Ah ne, du bist ja da draußen. Ich habe noch nicht so viel wie gesagt. Widowmine hat viel geholfen. Wir haben jetzt nur noch das Problem der Void Race. Renn mit deinen Linken da weg. Und die Queen drauf.
da mein Marauder. Hau weit, Chris Boas. Ja, ein bisschen Zeit kaufen, dann geht das schon. Fokus mit dem Dings, den einen angeschlagen. Okay. Oh, die Queen hätte den anderen töten sollen, Sarok. Dann hätten wir das doch irgendwie gehalten. Du musst auf jeden Fall gleich gegenpushen, ne? Bau ein Bailing Nest. Dass er jetzt mit einem HP da echt hinkommt, ne? Was sind das eigentlich schon wieder für Spiele? Das ist doch einfach nur AIDS. Kann halt nicht so schnell hinterher, ne? Also du solltest trotzdem hochdrohen, aber... Geh auf die... Renn doch rein! Och, warum bist du nicht reingerannt? Nicht jemand... Ja, jetzt hat er nämlich zugemacht. Sonst hättest du einfach schön die Eco rennen können. Dann zerstört das WBF, was das die Echse baut. Schnell! Ja, das war wichtig. Ja. Da war noch keine Heilung. Ich muss jetzt hier einfach. Oh, aber die haben auch. Bau mal eine neue Echse dann, eine neue dritte Zeug. Ja, ich mache es. Ich fahre. Er kommt. Sag, wo bist du? Ja, hier. Ja, jetzt brauchst du nicht mehr reinrennen. Jetzt ist er ja schon wieder weg. Du hättest halt kommen sollen, als ich gesagt habe, Zarok, er kommt. Okay, dann müssen wir uns neu sammeln. Warum ist das nicht mit auf dem HP? So, wie sieht es technisch bei dir aus? Ja, Hydra denn ist theoretisch für dich? Können wir jetzt auch eventuell etwas in die Luft schießen? Ich hab das überhaupt nicht wahrgenommen, dass das schon eine Planetary ist, die ich hier hab. Die sieht ja komisch aus mit diesem Skin. Nein, nicht einladen. Also sie sind halt noch One-Base gewesen. Also, wenn du dich ein bisschen recovern kannst, ist eigentlich alles gut. Mexikanisch war das, One-Base. Musst nur gucken, dass du genug auch gleich hast, dass du auch mit, falls er komplett auf Air committed, da auch was gegen hast. Also ich weiß, du hast halt was im Bau, aber... Und dann müsstest du gleich gucken, dass du auch ein bisschen zu mir rüberkommst. Du bist ja eigentlich mit vielen Spore-Crawlern da abgesichert. Und nun musst du deine dritte, genau. Wir meinen mal deine dritte. Also, nur für den Hinweis, sorg, ich bin schon wesentlich weiter vorne auf der Map, ne? Weil ich hab da ja meine ja, Base. Ja, mein Gott, ist ja alles gut. Da ist was im Weg. Böse ist es im Busch. Wann habe ich eigentlich mal wieder ein Scan? Scanne die Scan. Er baut weiter Mars Void Race übrigens.
Ja, kann ich nichts für. Ist ein bisschen überraschend. Aber ist ja in Ordnung. Hier kann ich nicht bauen. BBF bereit. Ist die Gold? Ja, jetzt geht es durch. Ich guck gleich mal da an seiner Gold mit was, ob da was ist. Wie viel Supply hast du? Ich hab ganze 80. Das ist natürlich nicht viel. Warum hast du so wenig? Ja, ich war an der Front, hab gekämpft. Du hast hinten die Tür zugemacht. Also die Voidrats sind gerade hier hingeflogen, also vielleicht sollten wir gleich einmal gegen pushen. Ich muss halt ein bisschen mehr injecten, Cyrock. Du hast so viel Energie auf den Queens. Auch dann hätte ich nicht mehr Supply. Doch. Natürlich. Oder was ist der begrenzende Faktor bei dir? Der Supply. Ja, siehst du? BBF einsatzbereit. Jetzt geht's rund. Was soll ich hier. Band doch jetzt. Also ich bin gleich gemaxed, dann kann ich dir ein bisschen. Natürlich ein bisschen mehr pushen, ne? Du brauchst deutlich mehr Drohnen, Sal, du hast viel zu wenig Drohnen. Mein Gott, lass doch einfach mal ein Spiel spielen. Ja, nur so spielen wir ja keins, das ist ja das Problem. Der Gegner spielt gerade keins, weil der Terraner hat die gar nicht so schlecht gemacht. Noch 0-0. Dämonen. Lass mal auf die Echse pushen, wenn da eine ist. Meine Einheiten laufen wieder grandios, komplett gesplittet. Nur nicht so durch die Watchtower rennen, Cyrock. Nicht durch die. Ja, jetzt hat er dich schon gesehen. Ja, macht nichts. Also ich bin gemaxed, brauchst du was? Overlords. Ja, die kann ich nicht geben. Ich geh mal, bleib du mal bitte hier stehen. Also stehen bleiben und nicht von mir weggedrückt werden. Ich komme von der Seite, falls er da ist. Also wie gesagt, Ressourcen kann ich dir jetzt komplett geben. Ich habe hammer viel Supply, weil ich gemaxed bin. Ja, das bringt mir nichts, wenn du mir keine Overlords geben kannst. Ja, dann bau doch welche. Ja, mach ich doch. Hier ist er auch nicht. Also sie wollen jetzt lospushen. Vielleicht wäre das unser Zeitpunkt für einen Angriff mal. Natürlich schießt die noch. Meine Hülle, Mann. Nicht da jetzt einfach reinrennen, ne? Ich greife nur den Rock an, Sarok. Er kommt. Was soll das denn jetzt heißen? Er kommt. Wenn du die Tanks fokusst, schaffen wir das. Die Void Rays sind zum Großteil tot. Ich glaube Tanks auch. No, kann ich mich da aber nicht. Weiß ich das nicht? Ja, sieht doch gut aus. Widowmine lebt auch noch? Weiß ich nicht. Ich hab sie gehört, glaube ich. Meine Medivacs heilen erstmal deinen Overseer, finde ich gut. Das wichtigste Einheit auf dem Feld. Das wichtigste Einheit auf dem Feld. Nicht so gut. Ungeeignete Landezone. Ja, dann lass uns da einfach mal nach hoch. Nach hoch? Mach ich. Ich gehe ja jetzt nach hoch. Guck mal, der baut ein paar Pylons. Ich glaube, der Supply-Block. Ah, hier sind Schildbattle. Oder Cannons. What the fuck? Geh mal auf die Pylons, dass er hier. Dass die Cannons eh nichts nützen. Wie soll ich aufhören, meine Dings, die auf dem Weg sind, zu stimmen, alle? Rar ist aus dem Spiel. Jetzt hat sich's ausgeehrt. Ehrenpflaume hier
Wir wurden befördert. Jawohl. Juhe, kaum bin ich Terraner, schon gewinnen wir. Ob das nicht mal ein Zeichen ist? Ich würde sagen, das war's für heute. Der Terraner kommt ja gar nichts. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ihr schaut beim nächsten Mal wieder vorbei. Hier oben rechts dieses Folge klicken und jetzt von mir. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn Zarek hoffentlich mal auf angenommen geklickt hat. Tschüss. Hab ich doch. Nee, ich muss noch okay drücken.